Hey Leute, willkommen zurück zu Inverbis Virtus. Dieses wunderschöne Spiel mit den riesigen leuchtenden Pilzen und den Höhlen voller leuchtender Kristalle. Herrlich. Lume Tial. So, wir schauen uns hier noch ganz kurz um. Vielleicht gibt es ja irgendwie noch eine Abzweigung hier drinnen. Sieht aber... Aha, guck mal da. Aber denn, neuer Zauber? Nee. Der Beobachter. Das Auge der Dreifaltigkeit betrachtet dich. Doch du musst es nicht erwidern. Du musst auf es zuschreiten, doch tu dies ohne Hast. Denn Geduld ist die Pflicht des Pilgers. Und nur in seiner unmittelbaren Gegenwart sollst du aufblicken und seine Großartigkeit sehen. Wenn deine Absichten rein und deine Seele voller Demut ist, so wird dir das Wohlwollen von Veritas zuteil. Okay, das ist irgendwie interessant, aber was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung, aber wir haben einen Speicherpunkt dafür gekriegt, das ist doch schon mal was. So, geht's hier noch weiter? Ja, gut, da geht's weiter. Oh, da geht's ganz schön tief runter. Oh, guck mal, ist das Obsidian? Erkaltetes Magma. Oh Leute, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Das ist der Wahnsinn. Das sieht so toll aus. Ich meine, es ist recht minimalistisch, aber es sieht so toll aus. Diese Kristalle und die Pilze überall. Ich möchte am liebsten jetzt runterspringen, aber ich glaube, das wäre nicht so gut für unsere Gesundheit. Und daher lasse ich das. Lume Tial. Oh Mann, Leute, es ist so wunderschön, dieses Spiel. Mir fällt da nichts mehr zu ein. Da können sich mal viele größere Titel was von abschneiden. Ich meine, es muss nicht immer hier Endgrafik haben, um ein Spiel richtig schön aussehen zu lassen. Das habt ihr auch schon geschrieben in Part 1. Freue ich mich sehr, dass es euch auch so zusagt. Was ist das denn hier? Ist da runter? Oh, Abgrund. Ist das ein Davidstern auf der Plattform? Ja, ist. Und überall irgendwelche Dinger an den Ecken. Guck mal, das ist das dritte Auge, oder? Das dritte Auge hört mit, ne? Oh, guck mal hier, das sieht so toll aus. Kennt ihr den Film Zauberer von Oz? Also dieser neuere da? Wo Dorothy runtergeht zum König des Berges, in die Stadt der Zwerge. Den habe ich als Kind oft gesehen, das ist ein sehr guter Film eigentlich, aber für ab 12 war der schon ganz schön gruselig. Oh, guckt euch das hier mal an. Wie auf Hochglanz polierter Marmor sieht es hier aus, der Boden. Alter Schwede. Genau das meine ich, Leute, genau das meine ich. Diese Momente hier. Warte mal, türkisenes Licht. Und ein türkisener Kristall. Da war doch was mit dem Strahl des, oder mit dem Lichtstrahl, dass wir mit, also dass der Lichtstrahl gewisse Mechanismen speist. Ecto Lume. Ich glaube, ich hab's schon raus. Warte. Ja, nee, dann muss es der hier sein. Nö, der strahlt komplett nach oben. Das kann nicht sein. Ne, der ist es auch nicht. Ich hab ihn schon. Ja, was heißt schon? Es ist der letzte, aber ich hab ihn. Ist ja auch egal. Oh, guck mal, super. Lume Tial. Oh, ist das toll, Leute. Ist das toll. So laufen die Rätsel, glaube ich, hier auch ab, dass man immer irgendeinen Lichtstrahl aktivieren muss. Oder mit dem Lichtstrahl irgendeinen Mechanismus. So, da geht's runter. Bevorzuge erstmal oben. Na, was gibt's denn hier Schönes? Aha, eine Tür und da irgendwas. Da flackert was durch die Ritze. Na, sehe ich da was? Ne, leider nicht. Ich kann auch nichts machen hier, wie es scheint. Ist hier irgendwo ein Mechanismus oder so, wo ich wieder anstrahlen muss? Ne. Nee. Man hat zwar eine Interaktionstaste, aber ich glaube, mit der kann man nur lesen. Das ist alles ein bisschen sinnlos, wenn ich das mache. Na gut, komm, dann gehe ich mal weiter runter. Zack, zack, zack. Das ist immer noch mit Energie versorgt. Das ist schon der Wahnsinn alles. Game saved. Das ist ja nett. Nein! Oh. Ja, super. Ich lebe gerade noch so. Mann, hätte ich da mal mehr aufgepasst. Soll ich nochmal laden? Nee, komm. Dann seht ihr, wie spät es ist. Ja, ich bin wieder wahnsinnig, aber ich muss. Und ich will. Oh, guck ich das mal an. Das ist doch der Wahnsinn.
Ich glaube nicht, dass ich hier durchkomme, oder? Also ducken geht nicht. Ich kann nur springen auf Steuerung oder Control. Was haben wir hier? Ah. Mark of Command. Die Rune oder das Zeichen des Befehls. Aha. Was ist das hier? Das sieht aus wie... Dieses Auge, Leute. Das kenne ich doch irgendwoher. Leute, das kenne ich doch. Das haben wir doch als Halskette ganz am Anfang um den Hals getragen eben. Das gibt's doch gar nicht. Kann ich da irgendwas machen? Ektolume. Nee, da läuft... Oh, guck mal, da ist doch irgendwas Rosanes drin. Seht ihr das? Diesen kleinen rosa Kristall, wo ich gerade drauf leuchte. Bedeutet das was? Hm, sieht nicht so aus. Warte mal, warte mal, warte mal. Der Beobachter. Ja, ich hab's schon auf Deutsch vorgelesen, aber ich gehe es nochmal kurz durch. Das Auge der Dreifaltigkeit wacht über dir, aber... So, mit Geduld. Die Pflicht eines Pilgers. Warte mal. Warte mal. Ich glaube, ich darf das Auge nicht ansehen, oder wie ist das? Warte mal. Ich gehe nochmal hier raus und laufe jetzt mal rückwärts einfach. Vielleicht funktioniert das ja. Vielleicht funktioniert es, ich kann es nicht sagen, aber ich darf es nicht betrachten, oder wie? Das Auge des Beobachters, der sieht ja alles. Ne? Geht nichts. Da geht nichts. Warte mal. Pflicht des Pilgers. Ich gehe nochmal ganz raus hier. Und jetzt schaue ich einfach mal auf den Boden. Vielleicht darf ich es nur nicht betrachten, während wir da reinlaufen. Vielleicht ist das der ganze Trick. Wenn ich sehen würde, wie ich da hinlaufe. Nee, der ist die Treppe. So, hallo? Darf ich jetzt? Oder ist das wieder falsch? Tut sich was? Oh. Es wird alles schwarz. Ach. Okay, es hat funktioniert. Cool. Oh. Ist das der Wahnsinn oder ist das der Wahnsinn, Leute? Was ist das denn? Oh. Darf man das auf YouTube zeigen? Soll ich das jetzt sagen? Ich schreibe mir das mal auf. Tial Uda. Okay. Tial Uda. Ah, ich habe einen neuen Zauber gelernt. Das ist ja klasse. Warte mal. Was ist das jetzt? Ich schreibe einfach mal Zauber hin. Ich habe keine Ahnung, was der bewirkt. Zauber. Schön. Wo bin ich jetzt? Oh, Leute, das ist so gut. Das Journal wurde aktualisiert. Sie sagte, sie ist Veritas, die Wahrheit. Ja, Veritas ist auch die Wahrheit. Lateinisch. Zeichen des Befehls. Die Macht des Willens wird oft unterschätzt. Entschlossenheit kann zu unglaublichen Resultaten führen. Die Fähigkeit, anderen Lebewesen deinen Willen aufzuerlegen, ist das größte Geschenk, das du dir wünschen kannst. Sei dieser Auferlegung offen oder versteckt, es ist egal. Doch Kontrolle ohne vorbestimmtes Ziel ist Wahnsinn. Nichts ist schädigender als das Unerwartete. Erstelle dein eigenes Spinnennetz, wiege deine Ambitionen so viele Jahre wie möglich. Warte geduldig und schau immer zurück auf deine Fehlschläge, um zu sehen, wie du sie beheben kannst. Objekte, die das Zeichen des Befehls tragen, können aktiviert werden, indem man auf sie zeigt und Tial Uda sagt. Dies ist genau genommen kein Zauber, es ist mehr eine Anweisung, die das Objekt verstehen kann und nach der es handelt. Deshalb kann ich die Worte nutzen, obwohl bereits ein Zauber in meiner Hand aktiv ist. Alles klar. Lume Tial. Das ist das Zeichen des Befehls. Tial Uda. Oh, Leute, das ist so super.
ein bisschen gruselig, aber super. Oh, es ist hier dunkel. Was ist das? Ah, was sind das für komische Viecher? Die sind sehr unheimlich. Oh. Ein Journaleintrag. Genesis 2. In den Gedanken des Chaos wurden die Fragen immer dringender und zum ersten Mal kannte es die Antwort nicht. Es geschah also, dass es, ohne Kontrolle über seine Wahrnehmung zu haben, seines Daseins physisch und spirituell getrennt wurde und sein Leben sich für immer veränderte. Drei Kreaturen entstanden aus dieser Teilung, geschaffen aus reinem Geiste, die alle ganz und gar diesen neuen Wesen ergeben waren, die dieses Ereignis erst ausgelöst hatten. Die physische Masse des Chaos, obwohl sie benachteiligt war und durch das Verschwinden seines geteilten Geistes, schien noch einen letzten Funken Bewusstsein zu besitzen, und in der Mitte des Universums entstand ein Konstrukt, Zenith, erstellt aus den Überresten seines sterblichen Leibes. Veritas, Justitia und Equalitas. Die drei Bruchstücke des Chaos wurden nun zur Ordnung und sind noch immer vereint durch den Zusammenhalt ihres alten verblichenen Körpers, der sie gebar. Das Gebäude im Zentrum dieses Konstrukts ward verbunden mit allen existierenden Zivilisationen, welche hintergründige Tempel um die Portale bauten. Ihr bekommt das ja nicht mit, aber ich pausiere das kurz und lese es mir dann später durch, wenn ich es übersetze. Und dann nochmal auf Deutsch vorlese. Also wundert euch nicht, wenn ich jetzt nichts dazu sage. Weil, um ehrlich zu sein, einige Worte verstehe ich gar nicht. Das sind ziemliche Fremdworte für mich im Englischen. Von daher, ich meine, man kann ja auch nicht alles wissen. Genesis 2. Aber jetzt haben wir das Befehlsding. Okay, wo gehe ich jetzt damit hin? Kann ich vielleicht die Tür öffnen? Jetzt oben? Warte mal. Versuchen wir das gleich mal. Das will ich jetzt rausfinden. Versuchen wir die Tür zu öffnen. Na, dieses Hochklettern hier, das ist ein bisschen komisch, glaube ich, hier. Na gut, es geht. Kam ich da hoch, oder? Ach, guck mal, so geht's. Haha. So, ich kann mich ja, wie gesagt, leider nicht ducken. Von daher kann ich keine Duckjumps machen. Das liebe ich so bei Half-Life. Das macht mir richtig Spaß, Duckjumps. Oh, Speicher. Wie kann ich da meine Lebensenergie auffrischen? Gibt's da eine Möglichkeit? Ach, das war die Tür wieder. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass ich einen Heilzauber spreche? Wie war das? Tial Uda. Nein. Tial Uda. Ich glaube, dafür brauche ich so eine Rune, oder? Die Tür geht nicht auf, Leute. Wie soll ich das denn... Tial Uda. Da wachsen... Guck mal, da wachsen Sträucher raus. Tial Uda. Ah, seht mal. Tial ist wohl so eine Art Befehl. Und Lume heißt Licht. Ekto ist wohl Strahl und... Naja, Lume Tial heißt ja Licht. Lichtbefehl vielleicht, ich weiß es nicht. Ich bin kein Sprachwissenschaftler, aber wenn, dann könnte man da, glaube ich, schon eine Sprache draus kreieren, auf jeden Fall. Tial Uda. Geht nicht, schade. War ja ein Versuch wert. Tial Uda. Ich habe Lust auf Pilze. Pilze naschen, geht aber nicht. Kann ich vielleicht den Kristall hier ansaugen? Tial Uda. Ne. Tial Uda. Ecto Lume. Schade. Aber ich kann... Okay, ich kann den trotzdem nochmal nutzen, den Strahl hier. Ach, guck mal, da kann ich ja auch drauf leuchten. Bringt aber nichts, ne? Habt ihr nicht gewusst, dass Weiß eigentlich gar keine Farbe des Lichts ist? Das ist lediglich das ganze Spektrum, was sich zu einer weißen Farbe vereint. In Wirklichkeit ist ja Licht nichts anderes als das Spektrum von Ultraviolett bis Infrarot. Ja. Ich frag mich jetzt, wo es hingeht. Wo könnte ich noch was machen? Ich meine mit dem neuen Zauber. Lume Tial. Vielleicht habe ich am Anfang was übersehen. Oder jetzt geht's erst weiter. Ich werde nochmal ein Stückchen zurücklaufen, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt hier ein bisschen verzettele und nicht weiterkomme. Aber das müssen wir jetzt in Kauf nehmen. Immerhin ist es ja ein Rätselspiel, nicht wahr? Wenn es ein geradliniges Actionspiel wäre, dann hätten wir wahrscheinlich schon jetzt 1000 Monster totgeschossen. Nee, ich glaube nicht, dass ich da planschen gehen kann. Das ist tödlich. Warte mal. Ich muss echt irgendwas übersehen haben hier. Hier vielleicht, in diesem Raum.
Ich wette, ganz am Anfang war irgendwas, was ich nicht genau untersucht habe. So, hier war der Text, den habe ich ja gefunden, das ist gut. Ich schätze, das war auch so das Einzige. Tial Uda. Ne, okay. Ich habe gerade ein bisschen null Ahnung, was wir tun müssen, ehrlich gesagt. Das ist mir gerade ein bisschen zu hoch alles. Aber wie gesagt, es könnte sein, dass hinten noch was war, wo ich nicht geschaut habe. Oh Gott. Ich muss nur auf dieses Symbol achten. Kam das schon mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Könnte aber gut sein. Guck mal, jetzt fällt mir überall dieses Kraut auf. Das ist mir vorher gar nicht in die Augen gekommen irgendwie. Weiß ich nicht. Achso, jetzt müssen wir hier wieder hoch. Ja, ja. Die ähneln sich irgendwie, diese Aufstiege. Aber finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Nein, nein, nein. Oh, war ich zu voreilig. Ich wollte hier auf die... auf den Vorsprung. Zack, zack, zack. Zack. Wunderbar. Guck mal, ist genau dasselbe hier. So. Na, ich bleibe aber überall hängen, wenn ich so die Kante hochrenne hier. Diese kleine Erhebung. So, warte mal. Ich gehe das jetzt methodisch ab. Hier war... Okay, da waren diese komischen Lichtstrahlen, die ich bekommen habe. Oder der Lichtstrahl, besser gesagt. Warte mal, da war das Buch. Das erste Buch mit Genesis. Schauen wir mal weiter. Ach genau, hier war der erste Zauber. Lumetial. Ist dahinter vielleicht noch was? Schweben einfach mal die Kristalle rum. Ach, guck mal da. Ach, guck mal da. Ich habe hinten dran gar nicht geschaut. Jenseits der Dunkelheit. Eine der ersten Lektionen der Pilger war das Hervorrufen von Licht. Dies sollte sie daran erinnern, dass sie in erster Linie Träger der Wahrheit sind und erhellen müssen, wo Dunkelheit, die, die aus Falschheit entstanden sind, verbirgt. Okay, ja, das ist nur so ein bisschen Zusatztext jetzt, aber auch interessant. Warum schwebt das hier in der Luft? Ich glaube, das soll nicht so sein. Tial Uda. Nee, schade. Kann ich doch noch... Nee, kann ich nicht drauf. Ich glaube, da wird sich auch gar nichts lohnen. Warte mal, dann gehe ich nochmal runter. Zum anderen Zauber, den ich gelernt habe. Zu Hector Lame. Dem Lichtstrahl. Oder ist hier noch was? Könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen. Hier ist eine kleine Feuerstelle. Wahrscheinlich war ich wieder nicht aufmerksam. Tial Uda. Was auch immer, was... Da kann ich wahrscheinlich nur was mit aufziehen. Ist das hier Blut? Nee, oder? Hier muss doch irgendwo noch was sein, Leute. Habe ich irgendwelche Schriftzeichen nicht bemerkt? Oh, guck mal, die Töpfe, die haben eine Physik. Ha, das ist ja gut. Das ist ja gut, ich kann die Töpfe rumschubsen, klasse. Nee, warte, dann gehe ich nochmal runter. Dann gehe ich auf jeden Fall nochmal runter. So. Hier, genau hier war es. Oh, hier brauchte ich Licht, ne? Ja, hahaha. Ja, ja, ja. Habe ich hier nicht sogar meine ganze Lebensenergie verbraten, die ich jetzt schon verloren habe? Also fast. Oh, ich hätte so gerne wieder volle Lebensenergie. Warum auch immer die so niedrig ist. Es ist nicht okay. Oh, ich habe hier bestimmt einiges übersehen, oder? Alleine schon der Text auf der Rückseite, den möchte ich haben. Den möchte ich noch haben. Ja, ich sollte mich wirklich genauer umsehen. Ich weiß, ich weiß. Ich renne hier ja durch wie ein Wahnsinniger. Das Schöne ist nur, ihr kennt das Spiel nicht. Oder nicht alle von euch. Haha. Da muss ich mir da nichts anhören. Ja, habe ich ja sehr oft bei Dark Souls zum Beispiel gehört, dass ich da so durchrenne und die Hälfte vergesse. Mann, Mann, Mann. Das, wie gesagt, kann mir hier nicht passieren. Das finde ich super. Ist immer das Schöne, wenn man so ein Spiel spielt, was nicht jeder kennt. Oh. Oh. Und. Oh. Da sehe ich doch schon was. Guck mal, seht ihr die... Warte mal. Will ich jetzt überprüfen. Was auch immer da eben so unscharf war. Ich bin durch irgendwas durchgesprungen. Ah, guck mal da. Ein Strahl aus Licht. Das Erlernen der Verzauberung des Lichts war eines der höchsten Bestreben der jungen Pilger.
die Eitelsten unter ihnen zeigten ihr Können, indem sie das Licht abprallen ließen und komplexe Kompositionen erstellten. Die Arrogantesten blendeten damit ihre Nachbarn und die Weisesten nutzten es nur, wenn nötig, denn sie respektierten die Macht, mit derer es möglich ist, schwache und leblose Dinge zu beleben, indem man das Siegel des Lichtes auf sie legt. Interessant, warte mal. Ecto Lume. Ah, seht ihr mal. So. Alles klar, warte mal, da ist noch einer. Ah, schau mal, die schweben da jetzt... Ja, die schweben da rüber, machen die mir jetzt eine Brücke hier? Interessant. Das ist ja sehr... Na? Die Maus ist ein bisschen störrisch hier. Also sehr... bewegungslastig, sag ich mal. Wenn ich sie leicht bewege, dann springt sie immer so ein bisschen. Nee, warte mal, wenn ich das jetzt nochmal berühre, fährt es bestimmt wieder zurück, oder? War das nicht drei? Wo ist denn das Teil? Ach da. Ecto Lume. Hatte ich doch aktiviert hier, oder nicht? Ah, seht mal. Ja, okay, ich dachte schon, das schaffe ich doch nie im Leben, den Sprung. Jetzt schaffe ich das. Beth? Beth? Warum bin ich hier gestorben? Ich verstehe das nicht. Oh Mann, ist das ein Bug? Das ist jetzt ärgerlich. Wo hatte ich denn Ach, hier. Na, dann geht's ja noch. Okay, Leute, ich werde trotzdem den Part mal beenden an dieser Stelle. Wäre lieb von euch, wenn ihr mir was Schönes da lasst. Gefällt es euch? Wenn ja, gebt mir ein Like. Ansonsten schreibt mir einen Kommentar. Was habe ich übersehen? Was habt ihr für Eindrücke? Das würde mich sehr interessieren. Ich weiß, es gefällt euch. Also zumindest so das allgemeine Feedback, was ich bisher erhalten habe, ist sehr gut. Das freut mich auch. Wenn es euch gefällt, gefällt es auch mir, das zu spielen. Nein. Och man, das war jetzt nicht so. Das gefiel mir nicht. Naja, ich werde gleich wieder sterben. Ich sehe das schon. Alles klar, liebe Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ihr möchtet. Nächstes Mal bei Inverbis Virtus.